Da sind wir auch wieder zurück bei Terminator und es geht wieder ein bisschen in die Offensive. Wo geht's denn hier raus? Da geht's raus. Durch die Tür natürlich. Wo denn auch sonst? Ja, es wird spannend, weil wir wissen, dass da hinten ein riesengroßer Hunter-Killer-Panzer steht. Was für unsere aktuelle Situation vielleicht gar nicht so von Vorteil ist. Mal wir nicht wissen, ob hier noch irgendwelche Geschütztürme oder so versteckt stehen. Da ist er. Lade kurz vom HK-Panzer herunter. Ich muss sogar die nehmen. Bitter, 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 bitter. So, das Fiese ist, wir haben zwei Optionen. Zerstören oder hacken. Und ganz ehrlich, gucken wir uns das... We got a problem. That HK is still functional. I can't get near. You need a rocket launcher to even make a dent in that thing. You better find one. Ja, ganz toll. Da steht er. Der Hunter-Killer-Panzer. Wir kennen ihn aus Terminator 2 und 3. 1 und 2. Ich versuche auch zu hacken, keine Sorge. Also das Ding zu zerstören wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Sind hier noch irgendwo andere? Nee. Das ist wenigstens etwas. Oh, ein Raketenwerfer. Rucksack ist voll. Ah! Na gut, okay. Dann schmeißen wir ein bisschen was vom Rucksack weg, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Was wir rausschmeißen könnten. Hier, die Waffe brauchen wir doch nicht. So, lasergesteuerte RL-23. Lasergesteuerte Raketen fliegen nach Lasermarkierung. Steuere die Flugbahn der Rakete, indem du deine IR-Optik ausrichtest und dein Ziel mit dem Fadenkreuz markierst. HK-Panzer. Du kannst HK-Panzer Schaden zufügen, indem du Raketen in den Generator auf ihre Rückseite schiebst. Darüber hinaus können HK-Panzer einige Sekunden lang außer Gefecht gesetzt werden, indem du eine Rakete an den Kopf schießt. Got it. Hier ist aufgefallen, dass ich vor einem Jahr mit Yuffie unterwegs war. Schon so lange her. Was? Frage ist, wie komme ich denn da überhaupt hoch, um den zu hacken? Komme ich da überhaupt hoch, um den zu hacken? Ich glaube, ich muss wirklich mit dem Raketenwerfer dran, leider. Weil er hinten schon diesen Generator offen hat. Achso, du hast deine PS5 jetzt auch seit einem Jahr. Ja gut, okay. Das erklärt es dann natürlich. Elf Schuss habe ich mit dem Ding. So viel zum Thema. Yeah. Oh, das Ding dreht sich jetzt in meine Richtung und sucht mich da. Wo ist eigentlich meine dicke Katze? Die liegt jetzt wieder auf ihrem Schlafplätzchen. Glaube ich. Reicht dir die Kitty da nicht?
Okay. Ah, okay, so geht das. Dann geht das ja. Ich hoffe nur, dass da keine... Dass da nicht gleich irgendwo irgendwelche Thermis noch auftauchen. Oh fuck, auch das noch. Okay. So, da war noch mehr. Oh. Hinter der Mauer. Oh, der steht auch schon auf der Lauer hier. Der Panzer. Wo ist er denn? Direkt über mir? Okay, sonst noch irgendwo einer, den ich sehen sollte? Da ist der Kopf. Hinter ihm. Okay, der hat mich jetzt aus dem Blick verloren. Umso besser. Oh nein. Keine Sorge, das war mein Ziel, hinter ihn zu kommen. Ach, scheiße, Sackgasse. Nee, doch nicht. Habe ich da wieder Raketen? Ja, ich höre Raketen. Dass da jetzt Terminatoren unterwegs sind, das finde ich richtig kacke. Treffen mich hier nicht. Auch wenn es gefährlich nah war. Jedes Mal, wenn ich diese Raketen höre, denke ich mir so, gar nicht gut. Aber das waren zumindest die Thermis, das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt... wieder einen Schuss zwischen die Augen liefern. Gerade.
Damn. So, einmal die Umgebung erkunden. Okay. Raketen. Ich arbeite dran. Komm. Oh. HK's down. Good job, Rivers. Download the security code and get out of it. I didn't take a nap. That was exhausting. Got it. Moving out. So, nix wie weg hier. Da oben lang. Darf ich die noch looten? Nee, ne? Das wäre zu geil. Oh, dicken Klops erledigt. Oh, das war einmal looten, bitte. So, aber hier war noch, Munitionslager irgendwo. Wenn ich verkehrt, die nochmal mitzunehmen. Weil wir doch gar nicht so wenig verbraten haben. Und vielleicht sind da ein paar Raketen. Ja, Lasergeschützrakete 6 plus. Perfekt. Ich hatte nämlich ein bisschen Sorge, dass uns die Munition alle gehen wird im Laufe des Kampfes. Weil ich ja doch ein bisschen gefailt habe an mancher Stelle. Aber gut. Nochmal 5 Stück. So, und ein Munitionenlager habe ich noch nicht geplündert. Muss ich aber. Wahrscheinlich auch hier. Ja, alle sind hier oben. Damit die schön einigermaßen übers Holzplanken zerstört. Habe ich das? Aber diese Erleichterung. Ja, wie gesagt, diese Dinger, ne, sind bitter. Sind mindestens genauso bitter wie die wie die Lufteinheiten. Ich glaube jetzt nur, dass wir jetzt nicht nochmal neuen Thermis über den Weg laufen oder so. Also ich so viel zum Thema. Runter und drüber. Irgendwas ist gewaltig schiefgelaufen. Nachdem wir den Panzer außer Gefecht gesetzt hatten, begannen die Soldaten sich aus dem Nichts gegenseitig abzuknallen. Was? Und bevor wir uns versahen, waren überall hin Waffen gerichtet. Ich blute. Hier ist aber so viel Blut, dass ich nicht mal sagen kann, ob es von mir ist. Hatte ich hier drüben nicht eigentlich mal einen Geschützturm stehen? Ich laufe lieber nochmal den anderen Weg. Hier waren ja 3 Wege. Und mir war es so, als hätte ich hier eigentlich einen Geschützturm schon gehackt. Natürlich hatte ich den gehackt. Drüben stand einer. Da ist er doch. Okay, dann war das einer der Wege, die ich hätte gehen können. Aber nicht gegangen bin. Umso besser. Dann ab in den Untergrund mit uns. Zurück. Und das Gebiet verlassen. Max Labor.
Ein Glück, ey. So, du hilfst mir jetzt dabei, diese olle Waffe zu hacken. I've got the codes. All right, then let's get right to it. Please insert stolen security codes now. Strike a key when ready. And it's done. Like they say, easy money. That's it? With the proper equipment, it only takes a moment. We can fight Skynet with our own weapons. I believe that goes for that infiltrator as well. The first prototype just came out a couple of days ago. Imagine what happens if they become mass-produced. We need to hurry before that happens. That infiltrator has been after us for more than just a couple of days. What do you mean? It's been following me for months. But that simply can't be. That prototype has been out for mere days. It's the same model that destroyed Pacific Division. But I'm connected to Skynet's mainframe and I can see their plans. I'm telling you that what you're saying is not possible. Unless... Oh my God. They will do it. They will finish the TDE. Finish what? TDE, time displacement equipment. For all intents and purposes, it's a time machine. A time machine? Yes, a time machine. You go in, you pick a date, you press a button, and just like that, you'll be watching your younger self learning to tie your shoelaces. You know, time travel. Skynet's been working on TDE for a while now. I've been monitoring its progress, but it's still not ready yet. So how could they send anyone back if it's not ready? They didn't, but they will. Don't you see? In one alternative future, they finished TDE and sent a Terminator back to our times. That has to be the one you saw. You couldn't have seen it otherwise. It didn't exist yet. That would explain why they suddenly started to learn at such a geometric rate. This is big. This is really big. So if it's done, then... What the fuck can we do now? We can still fight for this future. Our future. You could stop Skynet before they finish building time displacement equipment and send any more Terminators back. I'm forwarding everything I've learned to Connor. He needs to know. And you go report back to Baron. Speaking of Baron. Okay, da ist der Punkt. Entweder töten wir ihn oder wir warnen Mac und geben ihm den gestohlenen Chip. Der Typ hatte uns gesagt, wir sollen ihm den Chip geben. Ich befrage ihn erstmal. What happened between you and Baron? Years ago, Connor gave an order to infect Skynet with a virus. To do it, we had to reboot a T-800 model I was trying to reprogram. I warned them that I wasn't done and that the Terminator was fully functional, but they didn't listen. So, as expected, it went online and sent our coordinates to Skynet. But not only that, it attacked and killed Perry. Baron took it personally because they were an item. She's been holding a grudge ever since. Natürlich, verständlich. Gute Nacht, André. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. What happened between you and Baron? Years ago. I warned them that I saw she's... Okay, das hat man schon. Wir warnen Mac, dass sie ihn töten möchte und wir geben ihm den gestohlenen Chip. Nicht gerade die geilste Antwort, aber er scheint zumindest Plan zu haben. Und alleine dadurch, dass er... Ich glaube nicht, dass der Typ ein Verräter ist. Ich glaub's einfach nicht. Der Typ hat auch gesagt, dass ich, dass er in die Zukunft, dass ich die Zukunft ändern würde. Oder ich mich anders entscheiden würde. Nee, wir geben ihm den Chip. I got that chip for you. Is it any different from the others? Is it any different? Of course it is! Its CPU is a neural net processor, a learning computer.
It's been updated to incorporate infiltrating techniques. Thus, its processing power exceeds any other chip. This could be exactly what we need to win this war, Jacob. I have to warn you. Baron sent me to kill you. If she finds out that I didn't, she'll send someone who will. Thank you for telling me. If what you're saying is true, I don't have much time. As soon as I'm done packing, I'll be on my way. I've already sent all the blueprints and access codes to Connor. Grab that plasma behind you and go see Baron. Habe ich so ein Ding schon? V96 auf 25A. Natürlich ist mein Inventar voll. Dann muss ich schon wieder Sachen wegwerfen. Das ist das Scharfschützengewehr. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Das wegzuschmeißen wäre blöd. Dann lieber das Ding hier fallen lassen. Und den hier nehmen. So, ist der denn deutlich besser, deutlich krasser als das, was wir jetzt hier haben? Schaden 120, Schaden 125. Höhere Feuerrate. Nee, doch höhere Feuerrate. Stabilität 88, 98. Schüsse bis Überhitzung. Ladestreifen. Ah, das Ding geht wieder auf Munition. Das ist gut. Dann nehmen wir den. Und auf zum Widerstand. Da lang. Commander. I'm here. Is the thing with Mac taken care of? It is. But I have some news for you. Go ahead. Ich wette, die Zuflucht wird überrannt. Da sind so viele Winkel und so viele Ecken, die wir noch nicht kennengelernt haben. Die wird 100% überrannt. Und zwar wahrscheinlich gleich. In der nächsten Mission oder in der jetzigen. Uff. Ich hoffe, das Frettchen quillt. Hier ist der Mann der Stunde. Sergeant, are you taking a tour with us? Ich weiß nicht, soll ich eine Tour mit euch gehen? Ihr seht eigentlich aus wie Statisten. Mit euch gebe ich mich nicht ab. Nee. Das könnt ihr mal, was auch immer ihr vorhabt, macht mal eure Lower Deck Geschichten bitte schön ganz alleine. Wir wollen hier seriösen Kram tun. Warum ist die Tür offen? Junge, mach die Tür zu. Was soll denn das? Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Know your target and what's behind it. And what else? Ich glaube, die machen sich so ein bisschen bereit für einen großen Kampf. Ich glaube, ich werde mir die Zeit ebenfalls gönnen. Und werde hier nochmal ein bisschen Items kaufen. Ja, bestimmt. Can I see your hardware? Ach, jetzt verkauft er auf einmal hier auch solche Dinger, oder was? Plasmagewehr mit Scope. Krasses Plasmagewehr. Auch krasseres Plasmagewehr. Oh, guck mal hier, sogar die Munition ist anwesend. Kaufen, was geht. Und verkaufen, was wir nicht brauchen. Würde ich mal meinen. So, was haben wir denn hier noch, was wir nicht brauchen? Die Dinger brauchen wir auch nicht. Wir nutzen die eh nicht. Die könnten uns vielleicht eigentlich helfen, aber was soll's? Was soll's? Hier, guck mal. Das Ding kann noch weg. Die Minen nutzen wir auch nicht. So einen Kleinkram finde ich nicht verkehrt, den zu behalten. Messer, ich habe Angst vor Terminatoren. Ich werde die garantiert nicht anfangen, einen Nahkampf zu verwickeln. Einfach mal die Maschinen messern.
Wir verkaufen mal die Waffen und wir nehmen uns hier die mit dem Scope nochmal mit. Finde ich nämlich gar nicht verkehrt. Aber sowas wie ein Scharfschützengewehr zu haben. An Health-Päckchen sind wir gut ausgestattet. Dann nehmen wir noch einen ganzen Haufen davon mit. Super. Ich finde, dass wir jetzt eigentlich sehr gut ausgestattet sind. Transaktion annehmen. Jawohl. So, dann basteln wir nochmal ein bisschen. Wir werden mal unsere Waffen ein bisschen aufwerten. Oh, geht mal mit dir nochmal. This is it, huh? No more turning back. Whatever happens. You know what? It's probably bad luck to say goodbye, right? Ja, aber scheinbar kommen wir am Ende nahe, kann das sein? Wo haben wir es denn nicht herstellen? Wir wollten eigentlich wollten wir doch verbessern. Da, ah, okay, gut. Chips, 17% Schaden. Also wir haben hier ganz, ganz viele krasse Chips. Ladestreifen, 49%. Das ist cool. Das nehmen wir. Feuerrate erhöhen. Ne, dann lieber den Schaden erhöhen. Dann nochmal den Ladestreifen. Ah ne, der muss ja auch wieder das gleiche Ending haben. Aber hier habe ich nochmal Ladestreifen, 43%. Stabilität. Doch hier, Stabilität, 16%. Dann erhöhen wir mal die Stabilität. Und haben eine richtig krasse Gun. Hatte ich das Lasergewehr nicht mitgenommen? Lass mal Minigun. Na gut, dann verbessern wir nochmal das Scharfschützengewehr. Auf jeden Fall mit Faden. Stabilität. Faden haben wir hier noch. Versuchen wir mal so viel Schaden wie möglich mit reinzunehmen. Damit wir vielleicht nicht drei Schuss brauchen, sondern keine Ahnung. Schuss und Ladestreifen noch mal erhöhen, finde ich gar nicht verkehrt. Haben wir was da passt? Feuerrate ist beim Scharfschützengewehr nicht so notwendig. Feuerrate, Ladestreifen, nee. Ladestreifen 28%. Das ist gut. Dann haben wir nämlich hier 7 Schuss und nicht mehr 5. Das hat sich tatsächlich sogar gelohnt. Den Schaden nochmal um 163 Punkte finde ich super. Ich glaube, damit kann man was machen. So, dann reden wir nochmal mit ein paar Leuten hier. Aaron zum Beispiel. Der wir ja in der letzten Mission sagen mussten, dass ihr Mann leider gestorben ist. Nervous? Don't worry, we'll be right behind you. Baron wants us to set up a field hospital, so if anything happens, I'll meet you there. Gut. Aber was ist denn mit Jennifer? Wo ist Jennifer? War auf einmal weg. Und ihr in Häkchen Bruder auch? Richtig kacke. Na gut. Baron, kläre uns auf. Rivers, just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine, Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near.
That's why an all-out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out? You are. Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it? It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Oh Mann. Wir sind dabei. In der Situation, in der Skynet sein Ende finden soll. Zumindest soweit die Theorie. Ich meine, die Praxis sieht in der Regel doch nochmal ganz anders aus. Quartiermeister Alvin. Alvin hat noch irgendwas. Jo, was geht? They gave me a rifle? I don't even know how to use one. They said it's hot, but it doesn't seem hot to me at all. Toll. Danke für diese Information. Da liegt er, der Infiltrator. Liegt noch irgendwas? Forschungsprotokoll Dr. Evan Scott. Forschungsprotokoll Dr. Evan Scott. Nach gründlicher Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich Infiltratorhaut unter dem Mikroskop nicht menschlicher Epidermis unterscheiden lassen. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen. Die Haut ist mit Haarfollikeln bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Die Terminatorhaut könnte in jeder Hinsicht als lebendes Gewebe kategorisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Arten der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieser Ergebnisse irgendwann zwischen Terminatoren und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist, ist, dass das Herz-Kreislauf-System der Haut, oder sollte ich sagen das Kreislaufsystem, wenn man bedenkt, dass die Infiltratoren ja kein organisches Herz besitzen, die Blutversorgung übernimmt, ein mechanisches Kreislaufsystem. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Probe nicht kontaminieren. Okay. Oh! Jacob, you're moving out? I am. What about you? I'm part of a scavenging team now, but Commander Baron gave us an order to get back to the shelter. If you see Jennifer, can you tell her that? Okay. Where is she? Last time I saw her, she was upstairs. Okay, gut. Ich hatte schon Sorge gehabt, dass Jenny irgendwas passiert sein könnte. Wir machen hier einfach die Tür auf und lassen die auf. Da draußen laufen Infiltratoren, keiner weiß, wie die aussehen. Egal, aber die Tür sperrangelweit auf. So, hier soll irgendwo Jenny sein. Das gehört noch zum Main Mission. Ist ja witzig. Drücke T, um auf die Taschenlampe zu wechseln. Ach, hier kann ich wieder die Taschenlampe. Ganz vergessen, dass wir so etwas wie eine Taschenlampe haben. Gesperrt. Offen. Jenny? Hallo? Ach da. Bücherregal vorgeschoben. Ernsthaft. Da ist sie. Hey. Was machst du denn hier draußen? Ist dir schon klar, dass Terminatoren ebenfalls Scharfschützen haben? Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No, he seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together?
At first, he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah, I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah, about leaving. With Patrick. Nein, du solltest bleiben. Dann hat unser Charakter auch einen Grund, wieder zurückzukommen. You know, I think you should stay. This is not a time to think about personal problems. There's a war to fight. Spoken like a true soldier. But you know what? You're right. It's probably incredibly selfish of me to even consider leaving. Especially now this war is about to end. I'll stay. Support the cause. Maybe even start faking enthusiasm while talking to Baron. You're always looking out for me. Thank you for that. I know you're moving out soon, but there's something I want to say. Regardless of what happens later, I hope that we'll find each other. Thank you for always being there for me. I'm lucky to have someone like you. Und ich bin froh, dich zu haben. Herzchen? Machen wir. And I'm lucky to have you. Doch eine Romanze. Alter! Nicht jugendfrei und so. Darf man das hier zeigen? Es ist zum Glück schon Nacht, ne? Das ist so ein Ding, was man eigentlich, glaube ich, nicht so macht. The fuck? Ich finde solche Szenen immer super awkward in Spielen, ne? Also auch in Filmen natürlich. Das ist so ein, ah ja, okay. Ja, danke. Yay. You know what? Huh? I'll stay here just a little while longer. Tell Patrick not to worry. I'll be back soon. I'll do that. Na klar. Gar kein Problem. Mach halt die Tür zu. Wir nehmen die Abkürzung, ne? Mann, Mann, Mann. In Verlegenheit komme ich hier bei solchen Szenen. So, melde dich bei Baron. Geht das automatisch oder muss ich mich... Ne, ich muss mich wirklich bei ihr melden. Gut, dann machen wir hier nochmal eine kleine Pause. Wir kommen, glaube ich, jetzt in die letzten Missionen, wa? Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Sobald ich einmal ganz kurz meine Freude in die Welt geschrien habe. Bis gleich. Bald. Demnächst. Dufter Typ verduftet erstmal.